Donkey Kong Country Tropical Freeze ist der fünfte und aktuell letzte Teil der Donkey Kong Country Reihe, am 21. Februar 2014 für die Wii U und am 4. Mai 2018 als Port für die Nintendo Switch erschienen. Yeah, Party! In meinen Augen ist es bis heute ein absolut fantastisches, aber leider völlig underratedes Spiel, denn insgesamt hat es sich auf beiden Konsolen lediglich ca. 4 Millionen Mal verkauft und mir als jemand, der weiß, wie genial dieses Spiel und generell die gesamte Donkey Kong Country Reihe ist, tut diese Zahl ehrlich gesagt schon ziemlich weh. Ich finde, dass das Spiel definitiv etwas mehr Aufmerksamkeit verdient hat und viel mehr darüber geredet werden sollte. Im heutigen Video möchte ich euch deshalb an 5 verschiedenen Punkten erklären, warum Donkey Kong Country Tropical Freeze für mich bis heute der beste 2D Jump'n'Run Plattformer jemals ist. Du willst in Zukunft keine Videos wie diese hier mehr verpassen? Dann würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt ein Abo da lassen würdest, denn damit bekommst du zukünftig nicht nur alle Benachrichtigungen, wenn ein neues Video kommt, sondern unterstützt auch mich und meinen Kanal. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Here we go! Punkt 1. Grafik und Leveldesign. Wie bereits erwähnt, ist das Spiel im Jahr 2014 erschienen und ich finde, für die damaligen Verhältnisse sah das Spiel grafisch richtig stark aus. Und man muss sagen, dass es bis heute echt gut gealtert ist, denn meiner Meinung nach ist es auch heute immer noch absolut sehenswert. Aber gehen wir nun etwas genauer auf das Spiel ein. Ich möchte als erstes ein bisschen mit euch über das Leveldesign sprechen, denn das ist in dem Game so gut gelungen wie kaum in einem anderen 2D-Plattformer. Aber warum genau sehe ich das so? Nun, lass es mich etwas genauer erklären. Jedes einzelne Level aus Donkey Kong Country Tropical Freeze ist einzigartig und unterscheidet sich somit von den anderen Leveln des Spiels. Das liegt hauptsächlich daran, dass jedes Level eine eigene Levelmechanik und ein anderes Design verwendet. Das Spiel besitzt insgesamt 7 verschiedene Welten und jeder verwendet immer nur ein bestimmtes Hauptthema, aber selbst innerhalb einer Welt unterscheidet sich jedes Level maßgeblich von den anderen. Lasst mich das anhand eines Beispiels erklären. Die dritte Welt ist eine Savanne. Das erste Level ist ein normales Savannenlevel in einem wunderschönen Sonnenuntergang-Setting zur Einführung in die Welt und verwendet Levelelemente, die zu einer Savanne passen. Das wären in diesem Fall hauptsächlich die tanzenden Savannenbäume und die ganzen Plattformen, die die typischen Tiere einer Savanne darstellen, wie beispielsweise Giraffen, Elefanten und so weiter. Das zweite Level ist ein Savannenlevel bei Tag, jedoch befindet man sich hier in der Nähe eines Flusses und muss hauptsächlich den Früchten der Baobab-Bäume ausweichen. Das dritte und vierte Level unterscheidet sich maßgeblich von den ersten beiden, denn im dritten befindet man sich in einem riesigen Savannensturm bzw. Hurricane und im vierten läuft man durch einen brennenden Wald. Obwohl sich diese beiden Level thementechnisch sehr von den vorherigen unterscheiden, passen sie dennoch sowohl Themen als auch designtechnisch perfekt in eine Savannenwelt und sorgen für eine hervorragende Abwechslung. Darauf folgt ein wunderschönes Raketenlevel in einem nächtlichen Setting über einem riesigen See, in welchem man diesen riesigen Fischen ausweichen muss. Moin! Am Ende kommen 3 weitere Level, wovon man sich in einem durch eine riesige Passage von Dornsträuchern kämpfen, im anderen mit Hilfe von Fässern durch die Umgebung eines riesigen Wasserfalls schießen und im letzten mit Wasserbomben seinen Weg durch ein erneut normales Savannenlevel bahnen muss. Der Boss am Ende der Welt ist ebenfalls sehr passend zu einer Savanne gewählt, und zwar 3 etwas wild geratene Affen. Es ist zu wild. Und genau das alles, was ich euch gerade am Beispiel der dritten Welt erklärt habe, macht für mich jede Welt aus dem Spiel so besonders. Weil man bei einem neuen Level nie weiß, was einen erwartet und sich jedes sowohl design- als auch ideentechnisch völlig erfrischend und neu anfühlt. Und die Entwickler haben in diesem Punkt wirklich einen fantastischen Job gemacht. Was mir an den Leveln aus Donkey Kong Country Tropical Freeze ebenfalls sehr zusagt, ist, dass obwohl jedes Level hauptsächlich immer ein Thema und eine bestimmte Levelmechanik verwendet, jedes trotzdem sehr stark variiert und sich nicht langweilig auf Dauer anfühlt, obwohl die Level in dem Spiel vergleichsweise eher lang sind. Das Spiel schafft das beispielsweise dadurch, dass es die Levelmechanik im Laufe des Levels immer mehr erweitert und mit anderen Levelelementen verknüpft. Oder am Ende eines Levels häufig eine völlige Eskalation stattfindet, in der alles zerstört wird und der Spieler unter Druck gesetzt wird. Abschließend muss ich auch sagen, dass ich ein extrem großer Fan davon bin, dass die Level in dem Spiel etwas länger und auch schwieriger sind. Denn dadurch fühlt es sich umso besser an, wenn man ein Level schafft und dadurch, dass die Level so wunderschön designt sind und trotz der hohen Schwierigkeit stets fair bleiben, verliert man nie die Lust, das Spiel weiter zu zocken und die neuen Level zu entdecken. Zusammenfassend kann ich sagen, dass es wirklich kein einziges Level in dem Spiel gibt, was mir nicht gefällt. Maximal 2 bis 3 finde ich vielleicht nur okay, aber ansonsten wurde, was das Leveldesign betrifft, wirklich ein absolut grandioser Job gemacht. Meine persönlichen Lieblingslevel aus dem Game sind wahrscheinlich Welt 3.1 Prairie Polka, Welt 3.3 Samba im Sturm und Welt 3.4 Feuerwasser Limbo, weil sie einfach so verdammt gut gestaltet sind und durch die Musik, die Hintergründe und die verschiedenen Levelelemente realistisch rübergebracht werden. Punkt 2. Weltenthemen und Detailarbeit. Ein Punkt, der in Donkey Kong Country Tropical Freeze viel mehr wertgeschätzt werden sollte, ist die Detailarbeit, denn diese ist sehr stark vorhanden in dem Game. Es fängt bereits bei den einzelnen Weltenthemen an, denn diese sind nicht nur absolut passend gewählt, sondern repräsentieren offensichtlich auch die verschiedenen Kontinente auf unserer Welt, wenn man etwas genauer darüber nachdenkt. Welt 1 repräsentiert Südamerika, Welt 2 Europa, Welt 3 Afrika, Welt 4 Ozeanien, Welt 5 wieder Südamerika und Welt 6 die Antarktis. Ich muss aber auch sagen, dass die Weltenthemen an sich
sich wirklich gut gewählt wurden, da sie vor allem mit dem Titel des Spiels wegen Tropical Freeze perfekt zusammenpassen, da es sozusagen von den warmen und heißen tropischen Inseln zur eingefrorenen und eisigen Donkey Kong Insel am Ende geht. Ich finde es auch sehr stark, dass einige Probleme oder Naturphänomene aus der echten Welt in dem Spiel repräsentiert werden. Nein, damit meine ich nicht ein riesiges rollendes Stück Käse, das einen verfolgt, sondern beispielsweise den riesigen Savannensturm oder den Waldbrand aus Welt 3, welche beide echt realistisch gestaltet sind. Das Spiel enthält so viele weitere schöne Details, wie zum Beispiel die Savannenbäume aus dem ersten Level der dritten Welt, die passend mit dem Chorgesang der Musik mittanzen. Einige Bosse ändern nach einer Phase ihre Farbe, wie beispielsweise der Eisbär in Welt 5, der von Phase zu Phase immer stärker lila wird, was ja auch Sinn ergibt, da wir ihn mit jedem Treffer in den lilanen Saft feuern. Donkey Kong fängt auf der Wii U-Version des Spiels irgendwann an, auf dem Nintendo 3DS zu spielen, wenn man lang genug nichts tut und Glück hat. Auf der Switch-Version spielt er dann halt mit einer Nintendo Switch. Mega cringe. Es gibt ebenfalls richtig schöne Anspielungen an den Vorgänger des Spiels. Bemerkbar macht sich das beispielsweise in Welt 4, wo man auf den riesigen Tintenfisch trifft, den man erstmalig in Donkey Kong Country Returns gesehen hat. Jedoch kommen die Anspielungen an Donkey Kong Country Returns hauptsächlich erst in Welt 6 richtig zum Vorschein. Denn jedes einzelne Level dieser Welt ist vom Thema her eine Anspielung an eine Welt aus DKCR. Level 6.5 ist beispielsweise ein vereistes Waldlevel, da die fünfte Welt aus DKCR eine Waldwelt war und verwendet zusätzlich noch einige Elemente aus dieser Waldwelt, wie beispielsweise die Bäume im Hintergrund oder die Totenpfähle. Auch die Levelnamen in Donkey Kong Country Tropical Freeze sind richtig gut gelungen, denn es sind nicht einfach nur irgendwelche Namen, da stattdessen oft Wortspiele gemacht werden, die teilweise echt witzig sind, finde ich witzig, und einem gleichzeitig schon grob das Thema eines jeweiligen Levels verraten. Ihr seht schon, es gibt so viele unfassbar schöne Details in dem Game und ich könnte bestimmt noch einige weitere aufzählen, aber das würde jetzt etwas zu sehr den Rahmen sprengen. Machen wir stattdessen weiter mit dem nächsten Punkt, und zwar Punkt 3, der Musik. Ich hoffe, jeder von euch hat mindestens ein paar Tracks aus Donkey Kong Country Tropical Freeze mal gehört. Ansonsten ist euer Leben jetzt zu Ende. Denn meiner Meinung nach hat das Spiel mit einem der besten Videospiel-Soundtracks aller Zeiten. Es ist ja grundsätzlich nichts Neues, dass das Donkey Kong Country Franchise vor allem dafür bekannt ist, einen extrem genialen Soundtrack zu haben. Was wir übrigens alles David Wise zu verdanken haben. Deswegen kann ich an der Stelle nur sagen, Kuss, Digga. Aber Donkey Kong Country Tropical Freeze setzt mit seinem Soundtrack allen anderen nochmal die Kirsche auf die Torte. Jeder einzelne Track ist auf seine ganz eigene, besondere Art einzigartig und mir würde spontan wirklich keiner einfallen, der mir auch nur ansatzweise nicht gefällt. Die Soundtracks variieren alles so stark und was mir besonders gefallen hat, ist die Tatsache, dass es sowohl viele neue Tracks gibt, als auch dass einige Tracks aus den vergangenen Donkey Kong Country Teilen geremaked wurden und durch die bessere Qualität nochmal auf ein völlig neues Level gehoben wurden. Meine persönlichen Lieblings-Soundtracks aus dem Spiel sind Grassland Grove aus Level 3.1, Scorch and Torch aus Level 3.4, Erate 8 aus Level 4.4, Seashore War aus Level 6.2 und Aqueduct Assault aus Level 6.3. Und ich bin tatsächlich nicht in der Lage, eine Top-Liste dieser Soundtracks zu machen, da ich einfach alle auf ihre eigene Art und Weise wunderschön und genial finde. Ich kann euch nur empfehlen, hört euch die Donkey Kong Country Tropical Freeze OST-Playlist an. Ihr werdet garantiert den ein oder anderen Track finden, der euch unfassbar gefallen wird, vor allem wenn ihr grundsätzlich gerne Videospiel-Soundtracks hört. Punkt 4. Hintergründe. Mit den Hintergründen der einzelnen Level kommt jetzt ein Punkt, der das Spiel so unfassbar aufwertet, den aber viele leider oft gar nicht wirklich beachten. Aber wie genau meine ich das? Nun, seid mal ehrlich. Habt ihr Donkey Kong Country Tropical Freeze schon mal durchgespielt, während ihr in jedem Level wirklich aktiv auf den Hintergrund geachtet habt? Nö. Nein, dachte ich mir. Und das ist eine Sache, die ich extrem schade finde, für die meisten Spieler aber auch gar nichts können. Denn ein Problem, das das Spiel mit sich bringt, ist die Tatsache, dass man die Hintergründe in dem Spiel oft nicht wirklich beachtet oder wahrnimmt, da das Gameplay an sich ziemlich viel Konzentration und Aufmerksamkeit erfordert. Weshalb man logischerweise in den Leveln eher darauf fokussiert ist, sich auf das Gameplay zu konzentrieren und gut zu spielen. Zumal das Spiel ja sowieso etwas schwieriger ist und man dementsprechend nicht so oft in den Hintergrund schaut. Die Hintergründe in den einzelnen Leveln sind absolut bombastisch. Sie sind so vielseitig und detailreich, und das, was mich am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass sich die Elemente in den Hintergründen so gut wie nie wiederholen, sondern im Laufe eines Levels immer neue Elemente hinzugefügt werden und der Hintergrund wirklich an jeder Stelle im Level unterschiedlich aussieht, obwohl die Levels so lang sind. Durch die wunderschönen und abwechslungsreichen Hintergründe wird meiner Meinung nach so ein tolles Feeling vermittelt, was einem als Spieler, während man damit beschäftigt ist, das Spiel zu spielen, leider sehr häufig gar nicht auffällt. Deswegen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr das Spiel nochmal oder zum ersten Mal durchspielen solltet, sehr oft in den Hintergrund zu schauen, da dort sehr häufig viele schöne Details zu sehen sind und auch kleinere Animationen stattfinden, die echt gut gemacht sind.
Punkt 5. Atmosphäre. Als letzten und gleichzeitig stärksten Punkt, der Donkey Kong Country Tropical Freeze für mich so besonders macht, habe ich mir die Atmosphäre, die in dem Spiel vermittelt wird, rausgesucht. Meiner Meinung nach hat das Spiel eine unglaublich besondere und gute Atmosphäre, die hauptsächlich aus der Kombination des genialen Soundtracks, den wunderschönen Hintergründen und dem abwechslungsreichen Leveldesign vermittelt wird. Jedes Level bringt das Thema und die Levelmechanik, die es beinhaltet, perfekt auf den Punkt und bietet ein derartig einzigartiges Spielerlebnis, wie ich es kaum in einem anderen 2D-Plattformer erlebt habe. Dadurch, dass die Level häufig so stark variieren, ändert sich auch oft innerhalb eines Levels das Setting vom Hintergrund oder sogar die Musik und das macht viele Level nochmal deutlich interessanter. Es gibt sowohl viele ruhige Passagen, in denen man etwas mehr Zeit hat, die Level zu betrachten und der Musik zu lauschen, als auch Sektionen, in denen alles eskaliert und einstürzt, wodurch ein anspannendes Gefühl beim Spielen entsteht, da man weiß, dass es genau jetzt in dieser Situation darauf ankommt, gut zu spielen. Diese unglaubliche Vielseitigkeit macht das Spiel in vielerlei Hinsicht wirklich besonders für mich. Aber lass mich das Ganze kurz an einem Beispiel erklären. Nehmen wir uns mal Level 2.5 Luftschlossromantik zur Hand. Dieses Level startet man ganz normal in einer Gebirgsregion, ziemlich weit unten in einem Wald, wo man bereits einige Berge und Wälder im Hintergrund sehen kann. Und im Laufe des Levels wandert man durch dieses Gebirge sozusagen immer weiter nach oben. Nach dem ersten Teil des Levels schießt man sich mit einem Fass in den Hintergrund etwas weiter nach oben, was ich vor allem deswegen so spannend finde, da man den zweiten Teil des Levels bereits im Hintergrund des ersten Teils sehen kann. Hier kommen dann erstmalig die Luftballons zum Einsatz, die im späteren Verlauf des Levels immer häufiger vorkommen. In der dritten Phase des Levels reist man dann ganz schnell mit einem Luftballon weit nach oben über die Wolken. Und die letzte Phase findet abschließend auch ganz oben im Gebirge über den Wolken statt, wo sich zusätzlich die Musik noch einmal passend zur neuen Umgebung anpasst, da man sich nun ja hoch oben im Gebirge befindet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich nicht nur in dieses, sondern auch in viele andere Level des Spiels richtig gut hineinversetzen, da sie einfach so verdammt gut designt sind und dem Spieler durch die fantastische Atmosphäre näher gebracht werden. Aber nicht nur durch die einzelnen Level, sondern selbst durch die Weltenkarte wird bereits eine tolle Atmosphäre hervorgerufen, da auch diese sehr vielseitig gestaltet ist und man auch hier bereits ziemlich genau erkennen kann, welches Thema ein Level beinhaltet. Und das alles ist wirklich große Liebe zum Detail, denn dadurch fühlen sich die einzelnen Level auch viel besser miteinander verknüpft an. Nun haben wir die wesentlichen Punkte, die Donkey Kong Country Tropical Freeze für mich so besonders machen, angeschaut und ich hoffe, dass ich euch das Spiel etwas näher bringen konnte und ihr jetzt verstehen könnt, was dieses Spiel so besonders für mich macht und warum ich es so mag. Natürlich ist auch dieses Spiel nicht perfekt, denn es bringt ebenfalls den ein oder anderen Kritikpunkt mit sich. Wie beispielsweise, dass es leider nicht wirklich viele verschiedene Bonusräume gibt und diese immer gleich aussehen und sehr einseitig gestaltet sind oder dass die Secret Exits in dem Game alle mal wieder am Ende eines Levels platziert wurden, wodurch man ein Level einfach komplett unnötig ein zweites Mal durchspielen muss, was vor allem in diesem Spiel wirklich nervig sein kann, da die meisten Level ja sehr lang sind und dementsprechend etwas länger dauern. Dennoch ändert das nichts daran, dass das Spiel immer noch absolut großartig ist, da man insgesamt nicht wirklich viele große Kritikpunkte an dem Spiel finden kann. Weshalb sich natürlich die Frage stellt, warum sich das Spiel im Vergleich zu den anderen Donkey Kong Country Teilen so selten verkauft hat und in der Allgemeinheit kaum darüber geredet wird. Nun, ich kann mir diese Frage eigentlich nur dadurch beantworten, dass ich denke, dass das Donkey Kong Country Franchise eher eine Nische und deshalb etwas unbekannter ist und viele Leute vom Schwierigkeitsgrad des Spiels etwas abgeschreckt sind. Aber genau das ist auch ein Punkt, der das Spiel für mich so besonders macht und kombiniert mit all den Dingen, die ich euch im heutigen Video erzählt habe, ist das Spiel bis heute in meinen Augen der beste 2D-Plattformer, der existiert und ich kann euch wirklich nur ins Herz legen, dieses Spiel definitiv mal zu spielen, falls ihr es bis jetzt noch nicht getan haben solltet, selbst wenn ihr euch auf einem eher niedrigeren Skill-Level befinden solltet oder generell nicht so viele Videospiele zockt. Ich verspreche euch, dass ihr es auf keinen Fall bereuen werdet, denn ihr werdet ein absolut einmaliges und fantastisches 2D-Jump'n'Run-Erlebnis bekommen. Aber jetzt würde mich natürlich auch eure Meinung zu dem Spiel interessieren. Mögt ihr das Spiel, mögt ihr es nicht oder würdet ihr sogar auch so weit gehen wie ich und behaupten, dass es der beste 2D-Plattformer jemals ist? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. An der Stelle bin ich dann aber für heute auch schon wieder raus. Vielen Dank fürs Zusehen, Liken, Abonnieren, Teilen, was auch immer und bis zum nächsten Video.